Als Leiter des BDB Musikcamps 2011 darf ich recht herzlich begrüßen einer unserer Chefdirigenten, Herr Martin Baumgartner. Es freut mich ganz besonders, lieber Martin, ich glaube, wir sind unter uns, wir kennen Alemannischwätze, freut mich ganz besonders, dass du hier dir Zeit nimmst, um mit mir ein wenig zu schwätzen. Wie geht's dir denn so im Camp? Mir geht's wunderbar, viel besser wie daheim. Wir sind rundherum versorgt, wir haben viele nette Leute um uns herum, wir machen gute Musik, wirklich eine spitze Geschichte da. Ist die Freude euch dabei? Mir freue ich euch dabei und auch meine zwei kleinen Kinder sind euch da. Und das Auto? Ja, wir sind euch da mit dem, wir sind euch mit dem Auto da, wenn du das meinst. Bist du auch mit dem Auto da? Okay, also. Und wenn du jetzt so ein Orchester vor dir hast mit 90 jungen Leuten und vergleichst das mit deinem Orchester daheim in Endingen, wie geht es dir da? Das ist ein super Erlebnis, wenn man sieht, einfach wie 90 Junge da einfach mitmachen. Und vor allem, was mich diese wahnsinnig freut, die sind unheimlich diszipliniert, die machen mit und das ist einfach eine super Sache. Gut, die haben wir gut gezogen. Und jetzt, wenn du im Park, hast du auch im Park ein wenig Zeit, mal ein wenig spazieren gehen, ein wenig zu gucken oder ein wenig was zu schauen? Ja, also relativ wenig. Wir haben ja fast jeden Tag 6-7 Stunden Proben, dann mache ich die Registerprobe noch, also es geht relativ wenig Zeit. Und wenn ich dann mal wirklich im Park bin, bin ich mal froh, dass ich einfach mal 2 Stunden oder mal eine Stunde mal nebenan irgendwo sitze, einen gemütlichen Kaffee trinke. Außerhalb von einer ganzen Attraktion. Silvester, da geht es gleich auf, geht es gleich ab. Bist du schwindelfrei? Schwindelfrei bin ich nicht, nein. Also mir macht das wahnsinnig scharf, besonders wo es so steil bergauf geht. Wenn ich mal oben bin, ist kein Problem mehr. Wenn es mal nachgeht, dann ist es meistens überstanden. Aber gerade das Auffahren, das ist für mich wahnsinnig. Jetzt haben wir am Samstagabend haben wir 1500 Leute im Dom. Wenn du dann vorne auf der Bühne stehst und alle warten, bis das Orchester anfängt, hast du nicht einen Zitris? Ah, das ist wahnsinnig. Also für mich ist da läuft es mal eiskalte Bugeln nach. Wenn ich mal rumdrehe und da hockt die ganze Creme de la Creme vom BDB mit dem Herr Raum, mit dem Markt, mit allen da. Also das ist ja wahnsinnig. Aber ich habe mich einfach mittlerweile daran gewöhnt. Da bin ich ja zum 6. Mal schon dabei. Ich denke, das ist gut. Aber es ist wirklich jedes Jahr immer wieder eine schöne Sache. Also stehst du souverän drüber? Ja, ganz souverän. Nicht immer. Man weiß auch nicht, was auf den zukommt, weil in dieser Woche. Man weiß ja nicht, wie die Jungen beim Konzert reagieren, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass ich das auch im Griff habe. Dann freuen wir uns aufs Konzert von deinem Orchester und vom anderen Orchester und wünsche dir eine ruhige Hand und gutes Gelingen. Dankeschön.